Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf diesem Kanal zu einem weiteren Video meinerseits. Heute mal kein Gameplay, sondern ein kleines Tuning meines PCs. Und zwar geht es darum, den Airflow zu verbessern und natürlich auch nochmal die Optik zu verbessern. Ihr seht, ich habe insgesamt 4 Lüfter, kann man sagen. 3 oben bei der Wasserkühlung und einen hier hinten. Mein Problem oder das Problem an meinem Gehäuse war einfach, dass ich keinen Lüfter habe, der quasi Luft ins Gehäuse reinbringt. Und damit das natürlich im Gesamtbild alles passt, habe ich mir RGB-Lüfter von Corsair. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Lüfter kann ich mir eben kurz reinhalten hier in die Kamera. 120 mm, von denen habe ich insgesamt 4 Stück. 3 werde ich hier unten platzieren und ich werde den einen hier wechseln, weil der gefällt mir einfach nicht, der soll auch leuchten. Zum Tuning selbst haben wir hier noch von der gleichen Marke DDR4-Rahmen, insgesamt 64 GB, also 4x16, auch in RGBs natürlich. Um die Speicherkapazität von meinem PC ein bisschen zu erweitern, ich habe aktuell 3 TB drin. Ich habe erstmal auf 1 TB erweitert, dazu habe ich eine ganz normale interne SSD, kann ich euch auch gerne mal zeigen, ebenfalls RGBs, was denn sonst, um vielleicht noch das Ambiente abzurunden, sage ich jetzt einfach mal, habe ich mich noch dazu entschieden, von der gleichen Marke wie die Lüfter, ja, so sieht man glaube ich besser, ganz normale LED-Streifen, also LED-Schläuche kann man eigentlich schon fast dazu sagen, ich habe mir die mal angeguckt, um das Ganze, zumindest die Lüfter und die LED-Streifen, dass die so harmonisieren, kann man sagen. Oder dass man die überhaupt ansteuern kann, musste man sich von der gleichen Marke, wer hätte es gedacht, ein Commander Pro Modul noch dazu kaufen. Das Ganze läuft dann quasi über eine Software und kann dann hierüber gesteuert werden. Also die einzelnen Lüfter können gesteuert werden. So, und damit auch nicht nur mein PC wunderschön leuchtet, haben wir hier noch so eine, ebenfalls von der gleichen Marke, Corsair, so wird die doch ausgesprochen, oder? Hoffe ich zumindest mal, wenn nicht, müsst ihr mich in den Kommentaren korrigieren. Hier noch so eine LED-Säulen, lassen sich wohl ebenfalls über die Software steuern. Ich würde sagen, ich bereite das alles vor und wir sehen uns dann gleich in einer anderen Perspektive. Bevor wir jedoch mit dem Umbau anfangen, möchte ich euch kurz nochmal zeigen, wie meine GPU einmal ohne Last und einmal unter Last sich quasi verhält von der Temperatur her. Und ich werde euch noch zeigen, wie die Temperatur sinkt, wenn ich quasi die Lüfter auf vollen Speed einstelle. Hier zum Beispiel sehen wir gerade, wie sich die GPU unter normalen Bedingungen quasi verhält. Ich habe nur das Grafikprogramm offen, sonst nichts. Und wir sehen, wir erreichen eine Temperatur von 55 Grad, was ziemlich hoch ist, dafür, dass sie gerade eben nicht belastet wird. Und sogar die Lüfter springen schon beim Automatiklauf von alleine an. Hier sehen wir zum Beispiel, wie die GPU sich verhält, wenn wir gerade ein Spiel spielen. Wir spielen derzeit Conan auf der höchsten Grafik, die das Spiel uns zu bieten hat. Und wir sehen, wir erreichen fast eine Temperatur von 80 Grad. Die Lüfter laufen automatisch auch schon sehr hoch. Hier zum Beispiel habe ich einfach mal alle 3 Lüfter auf die höchste Stufe gestellt, die geht, 100%. Und ich wollte einfach mal wissen, auf wie viel wir oder was die minimalste Temperatur ist, die wir mit der Grafikkarte erreichen kann. Und hier sind wir auf gute 30 Grad gekommen. Ich habe einmal natürlich die Grafikkarte an sich selbst ausgebaut. Für diejenigen, die es interessiert, wir haben hier eine GeForce RTX 3090. Darunter habe ich natürlich noch meine Elgato, über die ich immer aufnehme. Noch weiter darunter war diese mickrige Soundkarte. Oder Wireless, ach nee, Quatsch, was erzähle ich denn? Nicht die Soundkarte, sondern ein Wireless Dual Band PCIe Adapter. Was auch immer das ist, nutze ich nicht. Kann ich eigentlich ausgebaut lassen. Dann habe ich natürlich noch den alten RAM entfernt. Da habe ich 2 16 GB Module, also insgesamt 32. Und wie einige vielleicht gesehen haben, hier fehlt was. Ich habe den alten Lüfter quasi auch noch abmontiert. Als allererstes würde ich die SSD einbauen, hier mal im Vergleich wie groß sie ist. Die kommt quasi hier hin. Dazu müssen wir jetzt einfach nur noch eine Schraube lösen.
Wir haben ja hier einmal, ja, ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Sehen aus wie 5 kurze Pins und dann so eine längliche Leiste. Darauf achten, dass ihr die halt eben korrekt, also ihr kriegt sie auch nicht anders ohne Gewalt reingesteckt. Und immer ganz wichtig und auch bitte merken, nach fest kommt ab. Und Elektronikgeräte sind sowieso, was Gewalt angeht, sehr, sehr anfällig. So, somit hätten wir schon mal die erste Komponente im PC, keine große Sache. So, und da hätten wir den oder das RAM-Modul einfach mal ausgepackt. Wie gesagt, 16 GB hat eins. Hier oben haben wir unsere LED-Leiste so gesehen. Und hier ebenfalls bitte drauf aufpassen. Die sind unterschiedlich lang, die Kontakte quasi, die Kontaktleisten. Dass ihr da bitte nicht versucht mit Gewalt sich falsch herum reinzumachen. Weil da reicht wirklich ein kleiner Knick, der von der Platine hier quasi abgebrochen ist, von den Kontakten quasi. Und ihr könnt das ganze Ding wegschmeißen. Da halt einfach bitte drauf achten, wie ihr diese halt einbaut. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, einfach mal umdrehen. Gucken, ob man das gleich hört. Ne, das ist so leises Klacken, aber die haben quasi jetzt. Weil das Modul ist jetzt quasi oben hier eingerastet und unten drin. Ruhig nochmal ein bisschen nachdrücken, aber nicht zu doll, weil wenn ihr mit dem Daumen quasi so wegknickt, hat euch das wenig geholfen. So, das Ganze jetzt noch dreimal. So, hätten wir schon mal die RAM-Module drin mit der SSD. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns an die Lüfter. Dazu werden wir zuerst den hier oben installieren und dann die hier unten, weil für die hier unten müsste ich das Gehäuse einmal komplett drehen, ist klar. Da wäre er ausgepackt. Mir war besonders wichtig, dass der Lüfter an sich weiß ist, damit es halt eben zum Gehäuse passt. Beim Lüftereinbau müsst ihr darauf achten, wir haben zwei Pfeile. Der eine Pfeil zeigt quasi in die Richtung, in dem die Luft gesaugt wird. Der andere Pfeil zeigt in die Drehrichtung. In diesem Fall, weiß gar nicht, ob ihr das so gut seht. Das heißt, er dreht sich hier nach unten, pustet die Luft also nach da raus. Ganz wichtig ist natürlich noch zu klären, in welche Richtung oder wie lang ihr das Kabel verlegen wollt. Dementsprechend müsst ihr natürlich auch den Lüfter ausrichten, so gesehen. So, sobald ihr den Lüfter drin habt, einfach mal mit der Hand drehen, ob ihr irgendwas hört, ob der vielleicht irgendwo hängen bleibt. Wunderbar, läuft alles. So.
So, wir werden jetzt nun die unteren Ventilatoren anbringen. Da ist wieder zu beachten, in welche Richtung die Luft geblasen bzw. gesaugt wird. Und sorry mein Lacher, ich bin noch nicht ganz erwachsen. Der Nachteil hierbei ist halt eben, ich möchte, dass die Luft von hier unten angesaugt wird und ins Gehäuse nach oben hin verteilt wird. Der Nachteil daran ist, wir haben hier vier Streben insgesamt, die uns so ein bisschen die Sicht verdecken. Dabei halt wieder einfach nur beachten, in welche Richtung ihr das Kabel legen wollt, dass ihr halt euch das dementsprechend schon hinpackt. So, wie ich es mir schon gedacht habe, kommt wir an die letzten Schrauben nicht ran, ohne den Fuß abzumontieren. Dazu muss ich hier die Gumminoppen quasi einfach rausschrauben und jetzt hier das Ganze abmontieren. Der PC steht wieder so, wie er soll und wir können anfangen, das Modul zum Steuern der Luft installieren. Das geht ganz einfach. Also das heißt einfach, ich musste mich da gerade auch noch ein bisschen informieren. Einmal haben wir hier die Stromversorgung, kann man sagen. Und dann haben wir hier noch ein USB, der quasi auf das Mainboard direkt gesteckt wird. Dieser hier, ich leuchte mal ein bisschen mit der Taschenlampe noch rein. Vielleicht kann ich sogar noch ein bisschen ranzoomen. Ja. Dieser hier. Den habe ich die ganze Zeit gesucht. Der wurde jetzt noch verdeckt von diesem Kabel hier. Ich nehme an, das wird die Lüftersteuerung von der Wasserkühlung sein. Ziemlich sicher bin ich mir allerdings nicht. Werden wir aber spätestens beim Anmachen des PCs herausfinden. So, wir haben die Commander Pro mit dem Mainboard, quasi mit unserem System und mit dem Strom verbunden. Das heißt, wir können jetzt die ganzen Lüfter anschließen und danach können wir noch die LED-Leiste anschließen. Thank you.
So, dieser kleine Cut hat für euch jetzt nur ein paar Sekunden gedauert. Nicht mal für mich ein Tag. Es lag daran, dass die Lüfter zwar funktionieren, aber nicht leuchten. Dafür hat mir nämlich tatsächlich nur so eine kleine Komponente gefehlt. Das ist die von Corsair. Ich hoffe, ich spreche das immer noch richtig aus. Der RGB Hub. Nämlich das Commander Pro, das steuert nur die Geschwindigkeit von den Lüftern quasi, aber nicht die Beleuchtung. Dafür ist dieses kleine Teil da. Zum Glück haben wir noch einen freien LED-Slot auf dem Commander Pro, sonst hätten wir uns auch noch irgendwas einfallen lassen müssen. Scheint aber erstmal so zu gehen und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Einer scheint zumal zu leuchten hier unten, grün. Genau die Farbe, die wir nicht wollen. Der Fehler war tatsächlich daran, aber so lernt man nur, dass ich habe die Lüfter ja hier zahlenverkehrt angeschlossen. Ich habe Lüfter Nummer 1 quasi an 6 geschlossen und das verkraften die wohl nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die 1 rausnehme und so raus will, in 3 reinstecke, geht sie nicht. Wenn ich in 2 reinstecke, auch nicht. Jetzt. Zack. Das heißt, Nummer 4 müssen wir 2 anschließen. Zack. Und Nummer 5. An 3. Zack. Und die Nummer 6 auf die Nummer 4. Zack. Wunderbar. Wirklich wunderbar. Ich bin echt zufrieden, dass es geklappt hat. Ich dachte jetzt wirklich, ich muss mir jetzt noch ein Kabel bestellen und wieder bis morgen oder übermorgen oder eine Woche warten oder sonst irgendeinen Scheiß, aber es hat funktioniert. Wir haben hier soweit fertig. Das Einzige, was ich so noch machen muss, ist die Frontscheibe ein wenig putzen und ihn wieder so anschließen, wie er vorher auch war. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten LED-Gadget, nämlich den LED-Säulen. Die stellt man sich entweder vor dem Bildschirm an die Seite quasi oder hinter, also wie bei mir im Fall hinter dem Bildschirm, so wird es bei mir auch sein, weil ich habe gar keinen Platz auf meinem Schreibtisch irgendwie an den Seiten irgendwas hinzustellen durch den großen Monitor. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Ich habe meinen PC jetzt komplett angeschlossen mit allen Geräten, die mir zur Verfügung standen, bis auf, wie gesagt, die LED-Säulen, die werden wir jetzt installieren und ich bin gespannt, wie die am Ende aussehen, beziehungsweise wie das ganze Setup am Ende aussieht und wir legen los. Als allererstes verbinden wir die Säulen miteinander über, sieht man das jetzt, über diese Schnittstelle. Dafür haben wir natürlich auch, anders wäre es ein bisschen blöd, ein Kabel mitgeliefert bekommen. Ich nenne es jetzt einfach mal RGB-Kabel. Finde ich auch gut, dass sie die recht lang haben, also ungefähr 1,5 Meter würde ich jetzt einfach mal schätzen, ist bestimmt lang. Als nächstes verbinden wir die Mastersäule mit dem beigefügten Stromkabel, ist auch, gibt es nicht viel zu sagen, normales Netzteil mit einer recht langen Schnur,
Das finde ich immer gut, wenn sie da so ein bisschen mitdenken. Bei mir stehen die jetzt quasi hinter dem Monitor. Ihr seht, man sieht nur die Hälfte von den Säulen, reicht mir aber erstmal soweit aus. Wie gesagt, ich habe vom Platz her einfach nicht die Möglichkeit, da irgendwie was dran zu ändern. Was wir jetzt noch machen werden, ist, wir werden jetzt in der Software von Corsair direkt nochmal ein paar Einstellungen vornehmen und die Lichter so anpassen, dass sie mir gefallen. Bis gleich. Like I'm Barry Bonds, running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need it, keep it coming on. Only family, me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage and say sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong.